Ja, Rap ist einfach nicht nur dieses dumme, ich hasse es ja auch. Ich finde es ja auch nicht geil. Dieses Scheiß, ich hab dicksten Eier und Blasen fickt Hey, mich. ты! Тебя ждут в лагере. Jeden Tag drei Nutten oder so. Sanitar! У нас жертвы! Ja, okay, leck dich mal. Потерял цель! Leck dir was zurecht. Wo ist er denn? Ich könnte mich zwar voll durchschleichen die ganze Zeit, aber das wäre irgendwie langweilig. Vielleicht gibt es ja einen Erfolg, wenn man genug Leute mit der Pistole ownt. So, wir haben nicht mehr genug Money mit der Pistole, um jemanden zu ownen. Muss ich hier lang? Anscheinend ja. Ja, und Rap, also macht euch einfach mal ein bisschen schlau oder hört auf rumzuheulen. Was hätte ich denn sonst machen sollen? Heavy Metal oder was als Intro, ey? Ist klar, passt ja mal gar nicht. Nee, also ich bin mit der Wahl schon zufrieden. Ich liebe Rap, weil ich in Rap mehr sehe als nur diese Scheiße halt. Я рад, что не попал туда, а все остальное меня не касается. Я советую тебе пораскинуть мозгами. Босс потерял часть своих активов. Нет заложников, нет выкупа. А, что нет? Шансы на то, что вас Шванц заплатят, еще выше. Думаешь, настолько все плохо? Ага. А если к тому времени сделка с VIP-персоной прогорит, то мы будем по уши в дерьме. Wie komme ich denn da rein? Не знаю. Не хотел бы я в этот момент находиться здесь. Kann anscheinend gar nicht rein. Oh ja, krasse Mucke am Start und so. Die ganze Zeit Angst, dass er jetzt hier ist. Aber wir sind doch jetzt alle einig, dass der gerade. Angst gesagt hat. Ruhig, Brauner, ruhig. Uniform, ich bin in Position auf dem Balkon der Villa. Ich bitte um Überwachung für die Gebäude direkt nördlich von mir. Roger, folge meinen Anweisungen. Wachpatrouille am zentralen Gebäude. Du kannst einfach warten, bis er um die Ecke biegt. Na, krieg ich auch mal einen roten Punkt hier. Ich sehe, du hast einen alternativen Plan. Bestätigt. Jetzt soll ich alle ausschalten oder was? Okay. So, ein bisschen zur Ruhe kommen lassen wir da. Das ist schon, ich hätte daneben geballert. Fatz, Alter. Ziel eliminiert. So, jetzt muss ich als Sniper hier alleine durch die Gegend dödeln oder was? Zwei Schüsse Pisten noch. Na, ja, jetzt nicht ein Glühstrumpf. Ah, ich doch ein bisschen zu viel geballert. Scheiße. Okay, gut. Ja, kann man nichts machen. An alle Einheiten, unser Mann ist gesichert. Wir gehen jetzt weiter zur Angriffsposition, 1 Kilometer vom Hotel entfernt. Irgendwelche neuen Entwicklungen? Negativ.
Das Paket ist gegenwärtig am Hotel Resort, aber unter schwerer Bewachung. Wir haben keine Bestätigung für Kalalo. Anderson, und du? Quick lebendig. Müsste doppelt so schnell im Observatorium ankommen. 3-2, du hast einen schwer bewachten Posten, etwa 200 Meter nördlich deiner Position. Flankiere ihn am besten von links aus. Roger. Wusst ihr denn damit, woher das alles sieht? Das Geile ist ja, wenn ich jetzt einen von den abballer, merkt das keiner. Aber wenn ich den Abballer nicht treffe, bemerkt das jeder. Ey, yo! Ach komm, was soll das denn? Противником! Na komm, dann tötet mich auch! Verdammte Hacke, was soll das denn jetzt für eine Scheiße? Mal switcht er sich um die Ecke oder was? Bullshit. 3-2, du hast einen schwer bewachten Posten etwa 200 Meter nördlich deiner Position. Flankiere ihn am besten von links aus. Roger. Schaut mal, die neue Munition oder sowas findet. So, ich versuch's nochmal. Wenn es hier nicht klappt, dann nehme ich die Piste, Alter. Kein Stück Lobe. Vielleicht sollte ich einfach mal geduckt reingehen. Okay, jetzt ganz ruhig bleiben. So. Sieh zu, dass du ein klares Bild der Lage hast, bevor du etwas unternimmst. Warte mit dem Angriff, bis sie sich aufteilen. Na, scheiß Winkel. А почему испуганные? Из-за этой сделки, которую хочет провернуть босс. Zack, Alter. Weil ich ihn das Bein weggeschossen habe, ist er tot. Brennendes Auto. Jetzt noch den Typen hier hinten. Weg damit. Da hinten sehe ich noch einen. Guter Schuss. Keine weiteren Hindernisse entdeckt. Du kannst weiter zum Observatorium. Doch beim Gebäude wird es schwieriger. Logisch. Ich melde mich, sobald ich ankomme. Ich bin auch so toll. Ich schaffe alles. Bläh. Ich meine, was passiert, wenn man keine Munition mehr hat? Und warum kann ich jetzt keine andere Waffe aufnehmen? Warum muss ich jetzt vor allem alles alleine machen? Das ist total Bullshit. Man hat doch eigentlich immer noch einen Typen dabei, der Windrichtung so einen Scheiß angibt. Das ist mir nicht ganz durchdacht. Чёртов свет сбил меня с толку. Hallo. Я не знаю, приятель. Willst du mich verarschen jetzt? Da steht, ich soll mich da hinstellen. Soll ich nicht ducken oder was? Там кто-то есть? Чёртов свет сбил меня с толку. Я не знаю, приятель. Это место... А что с ним не так? Как что? Это же чёртова дыра. Она мне уже плешь проела. Ну, в сравнении с Сараево, это прямо курорт. Ага. Ты вообще в Африке служил? Нет. Uh-huh. Нас подразделением ненадолго отправили в Нигерию. Да, это была приятная война. Kannst du mal übersetzen? Приятная война? Эй, приятель, так же не бывает. А вот послушай. Наш лагерь стоял прямо на месте.
Местные носа не высовывали из джунглей. И по ночам мы с вертушек выкашивали все, что... Вражеский снайпер!